Oh. Verdammt, Oh das mit mein dem Gott. Reinfliegen hat nicht so funktioniert. Ja, ich Ja. glaube auch Hallo. nicht. Hallo und herzlich Wo sind willkommen. wir hier? Wo sind wir? Die Stufen sahen auch schon mal schön aus. Ist alles deine Schuld. Ja, das ist meine Schuld. Ja, hallo und herzlich Ja. willkommen bei einem Let's Show. Mein Gott, es ist so schön hier. Oh Oh, ja, dieses das Haus ist ist es. in den frühen 70ern entstanden. 1,5ern entstanden. Ja. Ja, also das war so, wir, Fips und ich haben, ja, bewirf mich halt mit allem, Ja, rede haben weiter. früher mal so gebaut und wir waren damals so unerfahren, wir hatten keine Texture Packs, wir waren so, so jungfräulich. Damals hat man noch Texture Packs mit dem MC-Patcher installiert. So war Oh das ja. damals. So. Ja, gehen wir noch mal rein. That's Natürlich. real thing. Und ihr, wenn alles klappt, seht ihr Fips seine Sicht oben in der Ecke. In der rechten Aber nur oberen wenn Ecke. alles Wenn klappt. alles funktioniert. Es ist ja immer so eine Sache mit Fips, Nein, ne? warte, warte, wir fangen hier an. Geh noch nicht runter. Geh noch nicht runter. Nicht? Nein. Wollen wir erst mal klären, was das hier ist? Also, Das man ist sollte es sich eigentlich vorstellen können. unsere Lobby. Ist hier überhaupt noch was drin? Oh mein Gott, hier ist noch was drin. Wow, das ist alles von damals noch. Das hier natürlich nicht, was ich im Moment habe. Kann ich das löschen? Ja, kannst du. Drück einfach E, dann musstest du ja eh im Game Mode sein. Moment. Ich will noch nicht vorgehen. Fucking. Ich. Lass es einfach, lass es einfach. Wieso kann ich Wir das denn können nicht? ja auch überall Kuchen Cheat platzieren. Hier, Mode. komm. Kuchen, Ja, du Kuchen, Kuchen für die Trottel. Welt. Was denn? Kuchen sind. Ah. Nein. Ich hab Scheiße. schon. Okay, hast du. Nicht. Ich So. hab schon. Ja, die Kiste ist auf jeden Fall noch original. Hier geht's auch zu meinem. Genau, hier geht's zu meinem. Ja, nee. Swimmingpool oder Mega was war das? Schwimmbad runter. Ach, das war so toll damals. Das war so schrecklich Ich fand damals. das toll. Ich fand's schrecklich. Ach. Aber ich finde ja auch alles schrecklich. Kulturbanause. Kulturbanner. Ist hier eigentlich noch was in den Öfen drin? Kohle! Oh mein Kohle, wo Gott. denn? Ach, da oben, cool. Meine Das ist Fresse. richtig schwer in dieser Sicht. Weißt du, was mir gerade auffällt? Sorry Leute, ich muss gerade noch mal was machen. Oh. Ich muss nur mal ein bisschen was hinterlegen an Musik. Das habe ich jetzt voll vergessen. Du bist ja richtig verpeilt Ja, heute. das ist voll krass so. Verstehst du? Ja, mein Ton wird man eh nicht hören, also drehe ich meinen Sound noch ein bisschen runter. Nicht so laut. Ich geh noch mal in dieses schöne Schwimmbad. Swimmingpool. So, machen wir Wiedergabeliste hinzufügen. Ich bin gleich soweit. Ja, lass dir Zeit. So, ich bin soweit. Geh noch mal raus. Ja, Achso. wo Ja, denn? dann gehe ich auch nicht mehr raus. Nee, nee, ich gehe jetzt Wo rein. geht's lang? Hier runter, oder? Ja, hier runter. Ja, das hast du angelegt, das Lager hier. Ja, Das war ich dein find's Reich. hässlich. Noch mehr Krimskrams. Das Oh, hast du hier damals. ist sogar noch. Waffen, Rüstung. Wie cool. Hier ist noch Glas drin. Glas, Dirt. Dirt, Holz. Holz, Stein. Stein. Wolle. Die Schilder habe ich angebracht, da kann ich mich noch erinnern. Ja, Krimskrams, noch mehr weil du Krimskrams. Ordnung haben wolltest. Ja, ich fand diese Laternen damals so cool, diese Kürbislaternen hier, die waren so Die haben auch, episch. glaube ich, mehr Licht gespendet als die Fackeln Ich damals, weiß ne? es nicht. Glaube ich zumindest. Nehme ich an. Oh, Ja, hier ist gut. ein Loch in der Decke. Hier Oh habe ich mein eben auch Gott. gesehen. Da sieht man schon einen Teil unseres Pushes. Geheimraums. Echt? Ja. Das stimmt. Der Das ist ist so ja geheim, dass er Wolle. noch nicht mal einen Eingang hat. Doch, hat er. Nein, Du, ich, doch, ich weiß deinen da Eingang. musstest du immer den Boden aufschlagen. Ja, bei dir im Raum. Daran kann ich Hier mich steht ein noch. Schild mit Trollololololol. Naja. Das habe ich da irgendwie nicht hingestellt. Naja, egal. Hier waren unsere Schlafzimmer. Nein, dein Schlafzimmer. Mein Schlafzimmer. Hier hinter ist dein Zimmer. Und hier war auch Ja, meine genau. Tür, aber die haben wir dann wegen Zwielichtigkeiten weggemacht. Hast du hier noch was drin? Oh ja, Ja, da ist tatsächlich. auch noch ein bisschen was drin. Und wir haben damals echt nicht gecheatet, soweit ich mich erinnern kann. Wir haben damals Nee. echt nicht gecheatet, ohne Scheiß. Naja, Minecraft Vanilla ist das ja. Na, auch schwierig. Damals war das noch schwierig zu cheaten, müsst ihr euch vorstellen. So. Dann gehen wir mal in mein Wollreich.
Ja, das ist Fips seine Hood. Diese sind seine wertvollen Sachen drin, glaube ich. Oder, naja, so Nee. wertvoll. Die hab ich damals immer vor dir versteckt. Da musste ich mal kurz auf F1 Ja, rausgehen. genau. Die hast du da Aber ich glaube, drin. hier ist auch nichts mehr drin. Nee, hier ist auch Ich nichts komme mehr da gar nicht ran besonders. in die Kiste. Oh ja. Ja, doch so Kohle und Redstone. Nur so ein bisschen Krimskrams. Achso, das hier. Ah, das war ja, na. Damit du nicht Redstone. reinkommst. Danke. Wie hast du denn die Schaltung hier eigentlich gebaut? Das war damals, Mensch. Da gab es noch nicht so Hightech, bla Ich bla weiß, bla, nein, wie ich kann mir, Gedöns. ich kann, weiß gar nicht mehr, wie man so eine Schaltung baut. Echt nicht? Das ist doch richtig leicht. Einfach nur ein Ja, ist doch Piston. richtig leid. Ja. Oh, bei mir ist auch richtig viel Fusch. Naja. Ja, dann geht's hier noch weiter hinter. Hier ist noch. Stinkst du? Fragezeichen. Hier ist auch noch ein bisschen Krimskrams, ein kleines Lager. 3LP macht Mo. Ich muss gerade mal was Das hast du doch hier dahin tun. gemacht. Und hier gingen früher ganz viele Redstone-Leitungen nach hinten. Das ist alles durch ein Update natürlich kaputt gegangen dann irgendwann. Aber hier Ach ging du dann halt, Scheiß. Da müsste auch noch eine Kiste von mir sein, ne? Ja. hier gingen überall Redstone-Leitungen runter und ja, da war die waren früher auch hier unten damit so einem ausfahrbaren Tisch verbunden. Den konnte man von oben steuern. Lauter so geile Sachen. Also es war relativ episch. Ja. Aber was man anmerken sollte, glaube ich, Was denn? diese Map wurde leider damals zerstört, Ja, die was wurde wir, gebrieft dann. ja. Irgendwer hat dann sich dann mal an dem Server zu schaffen gemacht und dann war die Map ein bisschen immer. Obwohl das hier ja gar nicht, aber andere Bereiche, wo er halt Doch, da noch das hier war hinkommen. auch abgebrannt und hier war ja auch alles voller Wasser. Kannst du dich noch mehr daran erinnern? Nein. Oder habe ich dir eine neuere Version Du hast mir eine geschickt? neuere Bei Version mir geschickt. Dann hast du geschickt, das ja. wahrscheinlich schon ausgebessert. Genau Ja, deswegen. hier war ich dann so auf dem Gronk-Flavor und hab dann hier Gronk nachgemacht mit diesen Balkenstützen von Baumstämmen. Muss ich ja Wir zugeben, ich müssen war noch mal damals. hochgehen. Du hast was ganz Wichtiges vergessen. Das war Da gehe ich damals. jetzt mal vor. Ihr könnt euch Und das zwar so hier war das, glaube vorstellen. ich, auch. Ja, genau, hier war das. Da wollte ich auch gerade hin. Und hier ist noch ein Schalter. Und hier kommt man in meinen geheimen Geheimraum. Ist hier unter der schwarzen Wolle eigentlich was? Nö. Da ist nur der Stein dann und da geht's dann zum Lager. Oh, stimmt. Genau. Das kann ich mal so erklären. Das war ungefähr so die Zeit, wo Gronkh Folge 200 rausgehauen hat. Da habe ich auch angefangen, Minecraft zu spielen und du ungefähr auch so. Ich habe es ein bisschen nach dir angefangen, Ja, ein aber so kleines ungefähr bisschen. so bei Folge 200 war das und da fand ich das hier alles ganz toll, was der da gemacht hat und mit seinem. Ich finde übrigens die Staffel 2-Welt immer noch schöner als die Staffel 1-Welt, aber naja. Das ist eine andere Ja, Geschichte. das ist wirklich so, das finde ich auch. Ich habe dieses Haus sogar mal. Die Map habe ich leider gelöscht. Aber ich habe dieses Haus aus Staffel 2 mal detailgetreu nachgebaut. Echt? Ohne Scheiß, ich habe mich da mal 10 Stunden oder so hingesetzt und dieses Haus detailgetreu nachgebaut. Das war übelst krass, aber ich habe die Map leider verhauen irgendwo. Das kann Zeigt mir aber die jetzt nicht Sicht nochmal mehr. von außen. Es kann mir aber jetzt nicht mehr passieren, weil ich bin jetzt ein Dropbox-Guru, habe jetzt 52 GB Dropbox-Speicher. Und speichere jetzt einfach alles in der Cloud. Meine gesamten Dateien, meine Minecraft-Maps sind alle in der Cloud gespeichert. Ja. Ja, Und wo bist du denn hin? das war. Achso, Ich denn. bin hier oben. Ja, und hier der Außenbereich hat noch unser kleiner Wasserfall da draußen. Der war auch sehr schön. Irgendwie habe ich hier übelst lange dran gesessen an diesem Wasserfall. Ich weiß auch nicht warum. Ja, hier noch ein bisschen Zuckerrohr. Und man wird es auch erkennen, dieses Gewächshaus hier, das ist auch aus seiner Staffel 2 Welt. Da hat er auch, Echt? da hat er auch so ein Gewächshaus gebaut. Und ich fand das halt so Aber cool, komm, ich habe das das damals kann alles jeder. nachgebaut, ohne Scheiß, das war krass. Ja, dann gehen wir doch mal, zeigen wir uns da drüben auch noch. Das machen wir nachher, oder? Weil das gehört ja eigentlich zu den Server-Sachen. Ja gut, dann machen wir das zu Man den muss ja Server-Sachen. erwähnen, dass Dann wir machen wir. die Maps damals auf den Server übertragen Dann haben. machen wir Haus 2. Ja, wir machen jetzt so auf Haus 2. Okay. Und zwar, darf ich das erzählen, oder? Mach doch. Ach so, geht das. Als wir damals keine Lust mehr hatten, sind wir einfach mal ein bisschen weiter aufs Meer hinausgefahren. Das Was wir im sollte man da Ticket hinten Let's auch Play auch mal sehen, machen so sollten. Richtung, was wir eigentlich schon gemacht haben. Ein bisschen so. Dann haben wir uns hier so ein schönes Plätzchen geholt und du kannst ja mal hochfliegen, weil die sind man das hier groß. Wir haben uns so eine kleine, ich sag jetzt mal liebevoll, Kackbude gebaut. Der Berg war Sie sieht übrigens nicht gerade original. Der schön Berg aus. war genau originalgetreu so. Da stand hier einfach so ein Stein- und Erdklotz in der Landschaft.
Und den fand ich so cool, da habe ich gesagt, Alter, da bauen wir was raus. Ja. Und dann haben wir hier so einen mega epischen, gefährlichen Weg gebaut. Außenrum. Ich weiß gar nicht, wo der anfängt. Hier, glaube ich. Ne, der ist hier abgebrochen. Aber hier, Finger mal an. Ich, wo Hier, guck denn? mal. Wo denn? Sehe ich gar nicht. Hier, auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Ach ja, ich habe hier auch Invis. Ich sehe dich jetzt ohne Scheiß nicht. Komm. Ja, komm da weiterhin. Genau. Ich weiß, ich habe auch Invisibility. 8 Sekunden noch. Hier, etwas weiter hoch. Hier, Ist er kämpfe. was? Hier, da wo die Ach, Eier da herkommen. Hier. oben. Okay. Ah, jetzt Und jetzt okay. solltest du mich wieder sehen. Ja, genau, hier ging so ein Weg Und hoch. zwar. Und ja, der war halt eigentlich total gefährlich, wenn man mal da runter schaut. Ja, und hier ging das dann rein. Und hier war so die Lobby wieder. Wir haben so eine Lobby gebaut. Und hier haben wir dann irgendwann Lapis Lazuli gefunden, wussten nicht, was wir mit anfangen sollen, und haben es dann hier irgendwie so hingeklatscht. Ja. Und früher hatte ich ja noch einen Laptop. Und da habe ich dann versucht, das hier mal aufzunehmen. Ich glaube, da existieren sogar noch Aufnahmen auf dem Shreepay-Kanal, aber halt nicht gelistet. Ohne Scheiß, das war übelst ruckelig und mit, was weiß ich, 10 FPS oder so. Ja, und dann haben wir uns ein Plugin irgendwann installiert und haben dann hier so einen Fahrstuhl hingemacht. Das Plugin war auch cool irgendwie. Und dann konnte man hier den, mit dem Knopf konnte man den Fahrstuhl rufen und ja, das war auch sehr cool. Funktioniert aber jetzt natürlich alles nicht mehr. Ja, und hier habe ich noch so einen Balkon aus Glas. Ich finde es auch irgendwie cool, von außen sieht es irgendwie gar nicht so gemütlich aus, aber wenn man hier drin ist, finde ich das irgendwie Ja, es recht ist schon gemütlich. gemütlich. Es hat so diesen Oldschool-Flavor. Ja, und durch das Update buggen die halt die Kisten übelst rum. Ja. Leider. Aber, nee, Man sieht ja gut. noch den Rand, wenn Hier ist man. auch noch Kohle im Ofen. Oh ja. Ich Baue gehe dann draußen mal ein bei paar mir Häuser. Ich muss mal. Ja, ich kann runter. das Fenster nicht zumachen, es ist zu warm. Ich gehe mal bei mir runter. Zeig so ein Ich komme mal bisschen, mit. falls man das sehen kann. Ja, gut, ich kann es ja groß. Oder? Nee, ich komme mal mit. Ja, Ich komme mal mit. mir ist es egal. Ist es hier auch noch Kohle? Nee. Oh. Hier hatte ich allerdings keine versteckten Kisten mehr. Hier hatte ich Nee. so eine kleine Farm. Stimmt, da unten war deine Farm. Da habe ich auch einen Baumsäppling angepflanzt. Ich frage mich bis heute immer noch, warum ich das getan habe. Ja, stimmt, der wäre eh nicht gewachsen. Ja, genau deswegen. Naja. Aber du wirst schon einen Grund gehabt haben. Ja, und hier hinten war Steinsachen, Holzsachen. Ist auch eine Kiste. Also alles, es ist so alles hübsch sein Kram. Hier sind noch Schaufeln drin. Du hast auch so einen kleinen nach Ja, ich oben habe Weg auch so einen gemacht, oder? kleinen Keller gemacht. Wo geht's hier hin? Achso, hier hat sie das dann so verbunden, genau. Ja. Ich weiß zwar nicht warum, So. aber. Naja, da wirst du einen Grund gehabt haben. Hier war dann eine. Oh, hier ist sogar noch eine Schallplatte drin. Oh mein Gott. Jetzt hast du zweimal. Jetzt hast du Ja. dreimal. Naja. Handwerk. Kiste, da ist nichts drin. Ja, und hier geht's dann halt nochmal runter. Hier in den Öfen. Ist hier noch zwei Goldbahnen drin. Das ist alles sehr. Das ist noch Kohle gewesen. Ja, und hier unten ist auch so mein kleines Lager. Das ist Das übelst. sieht doch schön aus. Hier kann man durch Kisten laufen bei mir. Ja, das. Die standet vorher andersrum und deswegen backt die ein bisschen. Ja, hier sind noch so Dingens. Da waren wir auch in einem Dungeon, haben dann so Moston rausgeholt. Naja, Wofür ich glaube ich eigentlich noch nicht. nie, wofür ich eigentlich noch nie so eine richtige Verwendung hatte. Naja, gut. Hier sind noch große Truhen, wo nichts drin ist. Ja, das war so die zweite Butze. Aber jetzt können wir noch mal den Sprungturm zeigen. Sprungturm. Du hast Ja. doch auch einen, oder nicht? In einem Swimmingpool. Ja, das kann man leider machen. Und hier kann man dann so sein morgendliches Bad nehmen. Platsch. Ja, das war. Und das hier ist ja auch cool. Das ist unsere Anglerhütte. Hier haben wir dann immer geangelt und haben uns eigentlich übelst eingebaut, weil wir Angst vor Monstern hatten. Oh ja, Ja, es war cool. das war schön. Ja, und das war dann so unsere Anglerhütte, genau. Ja, und Ich Hundis bin hatten wir eigentlich auch der noch. Meinung, What? What, what, ich what? bin eigentlich der Meinung, dass wir hier hinten auch noch was gebaut hatten. Weil hier so eine Treppe runtergeht Ich und hier weiß es hatten wir, nicht. glaube Wir ich, hatten auch was vielleicht hin. was vorzubauen. Aber wäre hier was weggegangen. Egal, egal. Ja, wer war's? Wer war's? Ja, und da hinten haben wir noch Hundis und auch noch eine kleine Farm. Ah ja, da hat man Weizen drauf angepflanzt, genau. Das hier sind. Hören die noch? Oh, die hören noch. Coole Sache. Ich habe auch noch welche. Hier hinten in meinem Holzbunker. Oh, hier sind sogar noch Pilze auf dem Gras. Das ist ja. Warum hast du die Pilze hier reingepflanzt?
Die konnte man damals noch auf Gras pflanzen. Man weiß es nicht. Stimmt. Das kann man ja jetzt auch gar nicht mehr. Nee, die kann man nur auf diesen Mushroom-Ding. Ja. Naja. War schon alles ganz. Das war alles ganz sneaky hier. So, hatten wir hier nicht auch irgendwo eine Höhle? Ne, das hatten wir auch noch gegraben. Hier geht's runter? Hier nicht wirklich. Und so spartanisch. Ja, so vieles. Ja, ich war. Hier ist eine Höhle. Hier unten, genau. Ach ja, hier steht noch ein Kuchen. Hier sind wir dann reingegangen. Ach, nee, da will ich gar nicht hin. Die Höhle war krass. Nee, ich bleib hier. Ja, und das hier ist mein Fail-Bau. Übelst überhängen. Und hier hätte ich dann halt auch von meinem Balkon runterspringen können. Ja. So, wollen wir zum. Dann gehen wir weiter, ja. Im letzten Haus? Okay. Ups. Dann kommen wir jetzt. Oh, zum letzten Haus. Ganz kurz, das haben wir hin. Allerdings, muss man anmerken. Ja. Ich muss noch was trinken. So. Muss nur kurz was trinken. Okay. Nehmen wir eigentlich schon wieder hier auf. Muss man 16 Minuten, Alter. Darf ich? Erzähl bitte. Gut. Hier muss man anmerken, wir haben hier zum Schluss zu dritt gespielt. Zu fünf. Der dritte. Zu fünf? Nein. Ich meine nicht auf dem Multiplayer. Ich meine, wo wir das zu dritt errichtet haben. Genau. Ja. Wo bist du? Und der dritte hat denn hier hinter dir? Hat denn leider Gottes den Server gegrieft? Ja, der ist einmal übelst upgraged. Das hier ist das Neuerbaute, aber es sieht genauso aus wie damals, keine Angst. Ja, das stimmt. Wir haben das halt, hier war alles, müsst ihr das vorstellen, hier war so ein riesiger Lava, so bis zu den Wolken hoch Lava hochgezogen, so eine Lavawand und alles war verbrannt. Und Steine und so ein Mist. Hier stand vorher auch was anderes, alles aus Stein und Lava und boah. Ja, und das haben wir alles abgebaut, alles neu gebaut, alles neu aufgebaut. Und ja. Nur um euch zu zeigen, wie die Map ist. Genau. Und das haben wir alles so originalgetreu, auch mit den Bäumen und den Kakteen hier drin. Alles original nachgebaut, auch mit dem Zuckerrohr und alles. Die Melonen gab es damals zwar noch nicht, aber die haben wir jetzt als Stilelement hinzugefügt. Ja. Ja, ist ganz nice. Genau. Und die Bäume sind eigentlich viel zu groß, fällt mir gerade auf. Wollen wir mal reingehen? Ich bin schon drin. Ich bin hier vom Gewächshaus reingegangen. Achso, dann komme ich auch mal. Genau. Vom Gewächshaus kann man dann hier direkt reingehen. Hier war früher auch mal ein Schild nur für Admins oder so. Das hat, glaube ich, ja, nicht. Ja, das kam ja aber zum Server hinzu. Ja, und hier ist auch alles in originalgetreuen Kisten noch drin. Alle Items sind noch vorhanden. Genau. Bei mir leider nicht mehr so. Nee, bei dir da war auch mehr kaputt. Da habe ich auch mehr restauriert. Also es war halt wirklich alles verbrannt hier, alles kaputt. Und ja, das hier ist meine Hallenbad. Das ist schon heftig, wie viel wir hier gerade aufgebaut haben. Ja, das ist krass, ne? Ah, es sieht jetzt so schön aus wieder. Und guck mal hier, da bist du. Ja, da bin ich. Wir haben die Villager. Ich geh nochmal schnell in meinen Keller. Um zu zeigen. Ja, zeig doch mal. Hier die Kisten, die wurden auch nicht so. Also die waren auch nicht genau. So. Ja, sind halt alle leer, glaube ich, ja. Ja. Kommt, aber der Boden und nach Hause. Die Kürbisse und so, achso, waren alle so. Ja, es war halt alles kaputt. Alles kaputt. Wo willst du hin? Hier oben habe ich bin zu mir noch rum. Hier oben habe ich noch als wieder Stilelement den Enchantment Table dazu gepackt. Einfach, weil es muss. Weil es cool aussieht. Ja. Und ja, das hier ist auch so geblieben, ne? Drei hoch. Das drei hoch und hier geht's dann so runter, genau. Ja. Ja. Das hier haben wir auch so nachgebaut, auch hier unten mit seinem Erdkeller. Das konnte man halt früher so, da hatten wir auch ein Plugin und dann konnte man diese Lampen hier so ein- und ausschalten. Das ging früher auch mal, aber gut, das geht jetzt auch nicht mehr. Aber der Schalter ist noch da. Ja, hier liegt noch ein bisschen Glas im Ofen. So. Alles noch so, wie es war. Ja, hier unten geht's dann halt noch, kann man noch hochgehen. Und hier oben ist er dann auch noch so, ja, hier war dann mein Bett. Und hier kann man dann auch runter gehen. Also alles sehr, 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 sehr cool gemacht damals. Also wir waren, das war halt damals noch auch noch ein anderes Gefühl so. Warst du schon bei dir oben? Ja, ich war auch schon bei mir. Warst du? Es war halt alles so ein anderes Gefühl in Minecraft. Schöner oder weiß ich nicht. Naja, irgendwie anders halt.
Kunibert? Oder die Kunibert. Kunibert? Ah, jetzt hängen die in der Tür. Das ist ein Kunibert gespawnt. Ach nee, Kunibert war doch der, den ich gespawnt habe. Und hier müsste doch auch irgendwo Dingens rumlaufen. Gertrude? Ne, Gertrude ist doch tot, oder nicht? Nein, die haben wir nicht getötet. Die läuft ja auch noch rum. Na gut. Ja, hier drüben kann man dann auch direkt ins Gewächshaus reingehen und hier mit dem epischen Glowstone-Übergang. Ja. Und das Glowstone haben wir alles selbst gefarmt, glaube ich. Es war, glaube ich, echt so. Krass. Oh, hier fehlt sogar eins. Ja. Also, dieses Haus hier fand ich eigentlich fast am besten. Welches? Das hier? Das hier, ja. Also dieser ganze Häuserkomplex, muss man ja sagen. Ja, das stimmt schon. Also für mehrere war das halt geil. Genau. Aber ich finde nichts toppt unser erstes Haus. Naja, das stimmt auch wieder. Ja, und da hinten, das war dann halt servermäßig, dann haben dann Serverleute gebaut und ja. Ja. Das waren dann andere Leute. Geheimtum. Waren wir so. Warte mal, ich suche gerade Gertrude, wenn ich die irgendwo finde. Ich glaube, die ist weg. Ich glaube, ich habe sie umgebracht. Oh oh. Naja, das war jetzt Haus 3. Genau. Ja, bevor wir Schluss machen, wollten wir noch die Serverstadt zeigen. Genau, die Serverstadt, Haus 1. So, ich mache mal Tag gerade. Das ist ich fand Nacht gerade so schön, weil ich... Wenn ich jetzt einen Shader-Mod hätte... Was? Ja. Nein, ist es nicht. Ach, da hinten, genau. Bei mir ist die richtige Richtung. Ja, ja, ich weiß. fangen wir doch mal mit dem riesigen Mario an. Ich glaube, den hat auch jemand... Der überhaupt nicht. Was steht hier? It's a me, Mario. Ja, den hat auch irgendjemand gebaut, ich weiß gar nicht wer. Und da hatten wir dann halt... Lucadora war dann hier mit am Werk und der hat hier die Stadt gegründet auf meinem Server. Ich weiß gar nicht, wo ich das Geld damals alles her hatte. Das waren die Tradus-Server. Das kostet heute Unmengen an Kohle, Alter. Ich weiß nicht, ich war glaube ich 13 oder 14 und hatte so viel Geld. Naja. Was soll's. Ja. Und konnte einen kompletten Nitrado-Server mit 16 Slots reservieren. Naja. Ich hatte ja dann auch mal einen Freebuild-Server, aber die Maps existieren auch nicht mehr. Nee. Ich hatte ja auch einen Freebuild-Server mal. Oder Grundstücks-Server sozusagen. Und der hieß Fobocraft. Und es war auch ganz cool, aber die Map habe ich leider auch nicht mehr. Das war auch ein Riesen-Server. Da haben 30 Leute oder so gespielt. Das war auch übelst krass. Aber das waren auch Zeiten, wo es so Freebuild-Server noch besser ging. Heutzutage ist es, naja, mehr so. Ich weiß nicht. Es ist McGriffin, glaube ich, ne? Man braucht erstens eine gute Protection und zweitens eine richtig gute Werbung, damit überhaupt User kommen. Weil es gibt so viele Minecraft-Server. Leider auch so viel schlechte. Naja. Ja. Kann man halt nicht kriegen. Das hier, da konnte man auch schon enchanten. Keine Ahnung. Ja, das ist halt später gekommen dann hier. Das ist auch mein. Das Haus habe ich hier gebaut. Das ist meine riesen Villa. Residenz. Es erwartet sie eine leere Wohnung. Das habe ich damals nachgebaut, wo ich gewohnt habe. So sah es bei mir zu Hause aus. Ja. Ohne Scheiß jetzt. So sah es bei mir zu Hause aus. Das war das Bad. Da ging es in den Keller runter. Hier war ja so ein Buffet. Und hier war das Wohnzimmer. Ich bin gerade bei dem Fernseher. Hier könnt ihr ihre Werbung stehen. Storage Porno Action TV. Hier könnt ihr ihre Werbung stehen. Hier könnt ihr Werbung stehen. Übertreibt nicht. Der Wikidieter mit 3D-Brüsten. Oh, scheiße. Onis Verlängerung. Was stand da? Keine Ahnung. Was stand da? Übertreibt man nicht, stand da, aber ist egal. Ja, stimmt. Ja, das wurde dann auch nachträglich angebracht. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Tja. Ja. Und es ist halt, wie gesagt, originalgetreu wie bei mir zu Hause hier. Auch mit dem Balkon und alles und mit den Schlafzimmern. Das war früher mein Zimmer hier. Dieses hier. Hier geht's hoch. Hey, guck mal. Das ist ein Dachboden. Ein Dachboden. Yay. Aber halt alles leer, naja. So, hier waren dann zwei Schlafzimmer. Genau.
Ja. Auch alles sehr, sehr schön. So, hier war so ein Dachfenster. So, hier geht's wieder runter. Hier können wir wieder rausgehen. Und wie gesagt, Lucadora, aka Lucadora 2010 auf YouTube, könnt ihr auch mal abchecken. Der hat hier dann gebaut. Und ja, den müssten wir irgendwie auch nochmal wieder mit reinholen, nicht wahr? Ja. Der war aber schon lange nicht mehr in Steam on. Ja, Oder aber 20 Tage er oder lebt so. auf jeden Fall noch. Ja. Er zockt nur noch WoW, so ein Husten. Boah. Boah. Ja. Ah. Stein. Hier hat auch jemand Boah. irgendjemand gewohnt. Wir hätten hier gewohnt. Wo denn? Hier. Oh. Na, hier, wo ich bin. Wo bist du denn? Ach, Ja. da. Ah, hier. Mein City Straße 5. Homunculus. Ach, der Homunculus, den kenne ich auch noch. Den habe ich noch im Skype. Ja. Ja, ohne Scheiß. Ich kenne den kein Stück. Mein City Straße 2. Lucadora. Ja, hier ist Lucadoras Putze dann gewesen. Ich glaube, wir sollten mal wieder einen Minecraft-Server aufmachen. Dies ist ein Schildfernseher. Phony. Phony. Das ist auch gut. Das ist es. Ja, er ist kreativ. Also so ein Freebuild-Server wäre schon cool. Vor allen Dingen, das wäre eine mega Werbung für meinen Kanal. Ja. Naja, lasst euch überraschen. Wer weiß. Vielleicht, wenn ich irgendwann nochmal einen Root-Server habe, vielleicht kommt da nochmal was. Mal schauen. So, hier geht's raus. Ich habe gerade einen wunderschönen Blick auf die Stadt. Ist übrigens nicht so teuer. Bei Webtropia zum Beispiel bezahlst du 30 € im Monat für 8 GB RAM und einen 4 GHz-Prozessor. Also, das ist Wahnsinn. Das ist echt nicht schlecht. 30 € im Monat, das ist erschwinglich. Ach, wir hatten doch mal drüber spekuliert, dass wir uns das teilen, oder? Haben wir? Ja, ich glaube, das haben wir hier sogar gemacht, wo wir die Map aufgebaut haben. Das können wir gerne tun. Na, mal gucken irgendwann. So, Main City Straße Nummer 1. Niklas. Oh. Na, das Haus. Das Haus. Das Haus. Das. Naja, Warum es hat gibt der schon. Lava gecheatet, der Lava? Keine Ahnung. Das ist Weiß. ja incredible. Ich glaube, Luca hat manchmal so Items vergeben. Hier sind auch noch Items drin. Ja, ich vergebe auch einfach mal so Lava, also. Ja, wer Mach ich weiß. lieben gern. Ja, eine kleine beschauliche Stadt, die unser Herr Lucadora da aufgebaut hat. Greetings to him, falls er zuschaut. Eigentlich, die Map war so groß, hier sollten eigentlich auch noch die anderen Dinger drauf sein, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Was denn? Ich weiß nicht, also, ob du dich da noch dran erinnern kannst. Die richtige Freebuild-Stadt damals, Ich weiß, welche du wo wir meinst, den ja. Vulkan reingesetzt haben Ich damals weiß, und der welche du Vulkan meinst. fast alles. Das war mit diesen Grundstücken und alles. Ja, Das, genau. ich weiß alles noch. Das war Fubucraft, das war geil. Kannst du dich an den Spawn erinnern? Ja, Diesen der riesigen wurde aber nachher gegrieft. Spawn aus Lapis Lazuli. Boah, der war ja wohl mal episch. Aber er wurde gegrieft, weil du ihn nachgebaut Naja, hast. gut, okay. Nein, habe ich nicht. Ah, natürlich. Nein, der stand unter meiner Erfindung. Ich will gerade mal Der was wurde aber gucken, gegrieft. ob ich noch ein Foto habe. Ich habe noch eins Moment. von meiner Arena damals. Das weiß ich noch. Ich weiß, dass ich hier noch irgendwo. Warte mal. Irgendwo hatte ich noch mal eins. Da waren Lucadora, ich und noch irgendwer drauf. Oder? Na, mal gucken. Vielleicht finde ich es ja Oder? noch. Bitte? Oder auch was? Ich hab grad ein Da bisschen haben man verpennt. so den Spawn gesehen und das Ganze, weißt du? Achso, das hat doch auch sogar der nette Griefer gemacht für uns. Nee, das war wer anders. Doch, Da, das nein, weiß da war ich. das noch alles noch nicht gegrieft. Da war das alles noch nicht gegrieft. Wir hatten. Ich weiß, Es das waren war wir noch einmal in der Halle. gegrieft, weil ich damals noch den Online-Mode aus hatte, weil wir noch gecrackt gespielt haben. Die Aufnahme unterbricht nicht, wenn ich jetzt aus dem Fenster rausgehe, ne? Nein. Da ist Open Broadcaster abgehärtet. Und irgendwas öffne? Nee, nicht Shader. Wo sind denn hier die? Hö? Ach da, Screenshot. Die. Oh, da habe ich noch einen.
Da habe ich noch mehrere davon. Schick Und mir der die hat das Bild doch gemacht. Ich gerade gucke mal. jetzt mal. Ja, aber nicht von uns drei. Nicht von uns drei. Nur von denen, der das Foto gemacht hat. Aber den. Doch, das war der. Das war der. Naja. Das war der Griefer. Glaub mir. Habe ich noch mehr davon? Egal. Das war erstmal Das war, die würde ich sagen, Vorstellung unser von Let's Show. der Showbiz. Wollen wir sie zum Download stellen? Wollen wir nicht weiterbauen? Ist meine Frage. Wir können hier auch weiterbauen. Oder möchten wir ein ganz normales Vanilla Minecraft offscreen weiterbauen? Also von Anfang an? Nee. Also ich würde hier schon ein bisschen weiterbauen wollen. Vielleicht auch Denn. ohne Cheat Mode und so weiter, also wirklich meinen. Und ja, mal gucken. Wer weiß, wer weiß. Spam erstmal Eier. Naja. Wir sehen uns dann bei den kommenden Projekten irgendwie mal wieder, denke ich mal. I hope so. Und ja, seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Ticket oder Let's Play irgendwas oder Let's Show oder Roach Legacy oder Binding of Isaac oder Oder die Castle Siedler oder Crashers Castle oder Crashers, Tech keine Town Ahnung. Ja, oder alles. wie ich habe hier im Angebot. Ihr findet hier alles. Gut. Abschließende Worte, Fips. Abschließende Worte. Nö, ich hab keine. Gut, Ich hab keine. dann machen wir hier jetzt Schluss. Und hör auf, Eier zu spammen, Alter. Nein, niemals. Wenn nicht. Naja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.